Einmal wieder. Oh. Also, das Thema heute bei Biken TV: Stürzen. Es gehört zum Biken dazu. Ihr wisst, selbst manchmal eine kleine Wurzel, die dazu führt, dass man ganz abrupt das Rad wegrutscht und man liegt da, kann dazu führen, dass man sich sehr unangenehme Verletzungen zufügt. Und das geht beim Biken leider schneller, als man denkt. Die Frage ist, man sieht jetzt im Video, die Profis machen die krassesten Stunts, stürzen und rollen sich ab, als wenn nichts wäre. Man selber fühlt sich eher so wie so ein stumpfer Gegenstand, der aufknallt. Kann man denn trainieren, geschmeidig zu stürzen? Wie ist das? Ich möchte euch meine Meinung, meine Erfahrung und ein bisschen Einschätzung von anderen dazu geben und bin mal gespannt, was ihr dazu zu berichten habt. Okay, ich muss euch natürlich sagen, ich bin gerade beim Snowbike Festival in Gstaad in der Schweiz. Und hier ist natürlich einfach mega schöner, weicher Schnee. Da kann er mich auch mal fallen lassen, in dem Fall jetzt hier für die Kamera. Und zu Hause könnte man sich Matten hinlegen zum Beispiel oder auf einer sehr weichen Wiese. Es gibt so mehrere Theorien oder Anleitungen, wie man das üben könnte. Nur ist es wirklich ein kontroverses Thema, was ein bisschen polarisiert. Und wie sind eure Erfahrungen? Das ist natürlich meine Frage. Habt ihr das schon explizit trainiert, wirklich abzurollen? Ich sage euch mal meine Einschätzung, meine Erfahrung. Wenn ihr mich auf dem Bike seht, könnt ihr vielleicht sagen, okay, der kann einigermaßen gut Radfahren. Aber er lebt nicht mal beim Bodenturnen und der Trainer sagt, mach mal zwei Rollen vorwärts. Ich krieg's nicht hin. Ich bin eine absolute Niete bei der Bike-Guide-Ausbildung. Haben die anderen gesagt, ey Marc, was bist du denn für ein Grobmotoriker? Und die hatten recht. Die Sache ist, wenn ich mit dem Bike stürze, kann ich mich mega elegant abrollen. Ich kann das nur nicht, wenn ich es bewusst machen will. Es läuft völlig auf Autopilot. Jetzt ist die Frage, wie kam das denn? Bei mir ist es halt so, ich habe in der Kindheit und auch in der Jugend extrem viel Fußball gespielt und nicht nur auf Rasenplätzen, sondern auch viel auf anderen Plätzen. Das heißt, mein Muskulaturgedächtnis kennt sehr gut Abrollen. Man muss grätschen, man muss all das. Ich habe auch eine Zeit lang mal zu Hause zumindest probiert, Torwart zu sein. Dann springt man. Also ich habe all das schon in frühen Jahren den Grundstein dafür gelegt, dass ich absolut automatisiert gute Abrollbewegungen habe und auch gute Reflexe, was die Arme angeht. Ihr wisst, als erstes gehen ja immer die Arme raus. Und auch oder seitliches Abrollen, das kann ich echt gut beim Biken. Also wenn ich stürze, ich tue mir eigentlich kaum was und bin dann selber verwundert, wie elegant das Ganze war. Aber der wichtigste Faktor bei der ganzen Geschichte ist natürlich, wie schnell passiert der ganze Sturz. Und da wisst ihr selbst, die besten Biker im World Cup, zum Beispiel Brooke McDonald, der eigentlich so bekannt ist als einer, der sich nicht verletzt und mal echt heftige Stürze hat, selbst der hat sich teilweise schon Knochen gebrochen oder auch schon Wirbel gebrochen, weil dann geht das so schnell, dass du das beste Abrollen, das Beste, was du je geübt hast, dir dann nicht mehr hilft. Das heißt, dieses Abrollen zu üben, die anderen, sind keine Allheilmittel. Und wie gesagt, ich selber, ich kann das nicht trainieren, ich habe es aber drin. Das heißt, ihr könnt ja mal überlegen, was habe ich früher gemacht? Bin ich mal Rollerskater, Inlineskater gefahren? Was sind so die Dinge, die ich früher gemacht habe? Und dann könnt ihr auch vertrauen, dass ihr auch stürzen könnt. Wenn ihr gesagt habt, ich habe früher eigentlich nie Sport gemacht und bin dann sehr spät zum Radfahren, dann zum Biken gekommen, dann kann es durchaus Sinn machen, mal seine Reflexe zu trainieren, mit einer Matte das Abrollen zu trainieren und solche Aspekte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo ihr mal einen Sturz hattet, wo ihr das Gefühl hattet, hätte ich mich da besser abgerollt oder hätte ich da bessere Reflexe, hätte ich eine Verletzung verhindern können oder vielleicht war es mal andersrum, dass ihr gemerkt habt, boah, hätte ich mich nicht sogar abgerollt, hätte ich mir definitiv viel getan. Ihr wisst, Helm und so muss immer sein und Handschuhe. Ich habe jetzt hier gerade die Handwärmer, weil wir jetzt gerade filmen, aber die Hände gehen immer als erstes raus. Wenn man da die ganze Hand offen hat, ist super unangenehm. Da muss man schon viel machen, aber ihr wisst, komplette Protektoren, Jacken, alles. Bei vielen Verletzungen hilft das nicht, weil es eher um Frakturen und so geht. Und dann ist wirklich einfach das Thema, trainiert viel an der Fahrtechnik, an euren Fähigkeiten, weil da ist die große Sturzprävention. Zum Beispiel komfortabel mit rutschigen Untergründen zu werden. Wer das nie fährt und dann im Herbst über nasse Wurzeln kommt, erschreckt sich, verkrampft und stürzt viel eher als jemand, der sich bewusst immer diesen schwierigen, nassen Verhältnissen aussetzt, sich daran gewöhnt und viel besser reagieren kann. Das wäre so mein Tipp zur Sturzprävention. Und dann scheiden sich ein bisschen die Geister, wie viel Zeit man investieren sollte oder ob man überhaupt das Abrollen und das Stürzen trainieren kann. Ich verlinke euch mal in die Beschreibung unten. In der Freeride gab es mal vor ein, zwei Ausgaben einen ziemlich großen Artikel mit mehreren Sportwissenschaftlern, die dazu was geschrieben haben. Da gebe ich euch mal die Info, wo ihr das findet. Und dann könnt ihr euch noch mal ein bisschen da reinlesen. Bleibt dabei, bleibt heile. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie eure Meinung ist. Wir sehen uns gesund im nächsten Video. Bis dann.